Liebe Patientinnen, lieber Patient, heutzutage ist nicht mehr die Karies die Herausforderung der Zahnmedizin. Nein, 80% aller Deutschen über 40 leiden an einer mittelschweren Parodontitis oder schlimmer. Parodontitis entsteht durch Bakterien. Deren Ausscheidungsstoffe enthalten Gifte, die über die Blutbahn in den gesamten Körper gelangen. Da eine Parodontitis-Behandlung aus blutigem Schaben und Kratzen besteht, gelangen so eben viele Bakterien und deren Gifte in den gesamten Körper. Die Gefahren der Parodontitis gehen aber noch viel weiter. Dabei handelt es sich nicht um eine Krankheit, die auf die Mundhöhle beschränkt ist, sondern die sich mit vielen chronischen Erkrankungen, die zu Herzinfarkt führen können, Rheuma, Diabetes. Der Parodontitis-Patient Markus Graf aus Nürnberg bringt das Problem auf den Punkt. Ich habe jetzt schon viel probiert. Hinten, vorne, unten, oben, die ganze Zeit stochert der mir in meinem Mund herum, kriegt die Parodontose nicht weg, die Bakterien bleiben. Nichts hat's geholfen. Herr Graf wollte es wissen und entdeckte im Internet das Immundo-Konzept. Das verspricht, die Bakterienflut in den Körper schmerzfrei zu verhindern und das auch noch ohne Antibiotika. Ich habe was davon gehört. Mein Zahnarzt hat mir erzählt, ich muss da mal wieder kommen, weil wir haben da was gegen Parodontose. Wir haben was gegen schmerzhafte Behandlungen und wir hätten jetzt was gegen Bakterien in den Zahntaschen. Wie wurden bisher diese Bakterien behandelt? Bei uns Zahnärzten ist es üblich, die Taschen zu säubern und nochmal zu säubern. Das Hauptproblem liegt bei genauer Überlegung darin, dass diese Keime beim Säubern und beim Verletzen des Zahnfleisches auch in die Blutbahn gelangen können und dort ihre negative Auswirkung auf unseren Organismus weiter entfalten. Was macht das Immundo-Konzept so patientenfreundlich? Genau das zeigt sich während der Behandlung. Zuerst träufelt der Zahnarzt die grüne Immundo-Flüssigkeit in die Zahntaschen und markiert eben damit die krankmachenden Bakterien. Im nächsten Behandlungsschritt wird die Immundo-Flüssigkeit mit einem Laser schmerzfrei bestrahlt. Der Zahnarzt nennt das transgingivale Bestrahlung. Dabei aktiviert der Laser die Immundo-Flüssigkeit und genau das tötet die vorher markierten Bakterien zuverlässig ab. Der Zahnarzt nimmt den Bulb, einen Laser mit geringerer Leistung, für die Feinarbeit. So erreicht er auch die versteckter liegenden Schattenregionen zwischen den Zähnen. Nun sind alle Bakterien in den Taschen abgetötet, ohne Blut und ohne Schmerz. Beim vierten Schritt entfernt der Zahnarzt entzündetes Gewebe mit der sogenannten Barefiber, einem noch feineren Laser, um die Einheilung zu beschleunigen. Erst dann erfolgt das berühmte Kratzen in Ihrem Mund. Das heißt, die mechanische Entfernung von Ablagerungen und das Entfernen von Entzündungszellen. Das Schöne am Immundo-Konzept ist, dass entzündete Zahntaschen bei jedem Immundo-Einsatz um ca. 2 mm kleiner werden. Das heißt, dass sie schon nach ca. 3-4 Terminen völlig geschlossen sind. Im vierteljährigen Rhythmus wird das Konzept wiederholt. Somit erreichen wir nach ca. 8 Sitzungen, das heißt nach einem Viertel bis eineinhalb Jahren, ein stabiles Ergebnis. Und nebenbei tun Sie nicht nur etwas für Ihre Mundgesundheit, nein, auch für Ihre körperliche Fitness und Ihr Wohlbefinden. Wie geht es nun Herrn Graf nach seiner Behandlung? Die Parodontose war weg, die Entzündung war weg, die Antibiotika waren weg. Meine Zähne fühlen sich besser an, ich habe ein Gefühl im Mund, ich sage Ihnen, super. Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.